Es ging los auf My Video, dann seid ihr zu Sat.1. Wie kam es denn jetzt zu dem Amazon-Deal? Es ist besser, mit einem Stativ zu spielen, als mit einem schlechten Schauspieler. Ja, das stimmt. Wenn man die Jugend sich gerade anguckt, es wird denen so suggeriert, so machen ein paar Videos. Geplanter Sex. Das kommt so wenig vor. Wir kriegen also so großartige Post von Menschen, was ich in 30 Jahren vor der Kamera sonst noch nicht in dieser Form bekommen habe. Und drauf kommt auch noch irgendwie der Arzt, der sagt, so, Sie sind jetzt in dem Alter für eine Darmspiegelung. Willkommen zu Nico, die Web-Talk-Show. Ich hoffe, dir geht's gut. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und meine heutigen Gäste sind die großartigen Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger von Der Lack ist ab. Guten Morgen, mein Schatz. Warum hast denn du schon wieder so schlechte Laune? Ich hatte keine schlechte Laune, bis du reingekommen bist. Hat die Krawatte hier auf meinen Sachen irgendeinen Sinn? Können auch mal wieder vögeln. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es gibt doch nur mal Dinge, die Männer besser können und andere Frauen. Bei dir soll also eine Frau immer noch hinterm Herd stehen, ne? Ich bin die Putzmaschine, die einkauft. Als Frau sieht man mich hier gar nicht mehr. Andere Eltern, die haben jahrelang keinen Sex. Das glaubst aber auch nur du. Ungelöste Beziehungsprobleme, das ist der Libido-Killer Nummer 1. Wenn man streitet, dann ist ein Glas Wasser immer willkommen. Danke, Kiki. Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Euch ist jetzt nicht so kalt? Nein. Na, mir geht's gut. Super. Mir ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr was trinken wollt, wir haben kaltes Wasser. Das habe ich schon gesehen. Mhm. Aber gut, es ist eine Web-Talk-Show. Ihr seid farbenfroh angezogen? Ja. Ich habe sonst nie eine blaue Jeans an. Ich auch nicht. Also ich habe also wirklich, schon weiß ich, weil mehr ich das letzte Mal eine Jeans anhatte. Jetzt werden meine Füße gerade ein bisschen kühl. Das ist voll Partnerlook-mäßig. Der Lack ist ab, Staffel 4, ist da und ist fantastisch. Man kann es gar nicht anders sagen. Ihr habt mich bei einer Folge richtig überrascht mittendrin. Was glaubt ihr, bei welcher? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mhm. Abgefahren. Ja, man fängt dann an, man guckt so schön eine Reihe nach durch, weil jede Folge geht ungefähr 10 Minuten, ist so richtig schön drin, freut sich auf das nächste. Und dann kommt das. Wo kam die Grundidee dafür her? Darmspiegelung hat ja noch was Lustiges. Also das kann man irgendwie humorvoll aufbereiten. Und das kann nicht sein, ist einfach etwas, was dem Alter geschuldet ist. Dass man erlebt, dass Freunde von einem plötzlich sterben, dass Freunde krank sind. Du kriegst es mit. Und du, es ist einfach, und wir haben gesagt, wir wollen diese Ernsthaftigkeit da wirklich auch in einer Folge dann mal durchziehen und sagen, das ist einfach der Alltag, das ist das Leben, was auf einen zukommt. Das habt ihr fantastisch gemacht, das habe ich so auch noch nicht irgendwo gesehen. Da war ich schwer beeindruckt. Das freut mich sehr. Also, weil es war eine Folge, bei der ich beim Schreiben geheult habe die ganze Zeit, weil ich versucht habe. Beim Lesen dann beim ersten Mal und beim Drehen, das war auch ganz, also beim Drehen, da mussten wir auch teilweise zwischendurch abbrechen. Also bei mir, weil ich dachte, jetzt kann ich gleich nicht mehr. Ja. Weil was die Serie an sich ausmacht, ist ja wirklich der Versuch, so nah dran zu sein, dass dieses ganze Erklärende draußen, was man so viel hat, dass man Sätze immer zu Ende denkt, darauf kommt eine logische Antwort. So ist das Leben ja nicht, sondern das Leben ist ja wahnsinnig abgehackt und ganz viele Fragen bleiben unbeantwortet stehen. Wie oft müsst ihr eigentlich erzählen, was der Lack ist ab eigentlich ist? Und habt ihr Lust, das jetzt nochmal zu machen, für alle, die es tatsächlich nicht kennen? Sehr gerne. Ja, der Lack ist ab ist eine Serie, die ist entstanden aus der Grundidee, dass es im Netz eigentlich viel zu wenig für unsere Altersgruppe gibt. Und der Lack ist ab handelt einfach vom Älterwerden. Was passiert, wenn Menschen nicht mehr das Pärchen sind, was zusammenkommt und sagt, ich bin verliebt, ich will ein Kind mit dir? Jeder kennt vielleicht, also der in dem, ja, in dem Alter, so ab 35, 40 oder 40 ist mit dem Partner, dass man sagt, mein Gott, man hat jetzt so lange Zeit verbracht, war es jetzt wegen der Kinder nur, ist man deswegen noch zusammen oder nicht? Dann ist man mit seinem Job eigentlich noch zufrieden, kommt man da noch voran, weil plötzlich kommen die neue Generation kommen in die Firmen und überholen einen womöglich auch noch. Dann ist das überhaupt das, was man immer machen wollte? Oder hat man jetzt noch mal die Chance, ganz neu anzufangen? Hinzu kommen die Probleme mit den Eltern, dass die auf einmal auf einen zukommen und einen um Hilfe bitten oder Hilfe brauchen, dass man merkt, so, oh, jetzt wird man wirklich erwachsen. Das so eine Staffelübergabe. So eine Staffelübergabe. Und obendrauf kommt auch noch irgendwie der Arzt, der sagt, so, Sie sind jetzt in dem Alter für eine Darmspiegelung. Und dann denkt man, nein, das will ich doch nicht. Das ist ja völlig absurd. So, man fühlt sich, als ob man an der Uni irgendwie noch sich mit den Studentinnen oder Studenten unterhalten kann. Und die sagen, was will denn die Alte hier jetzt? Bevor wir gleich weiterreden über Der Lack ist ab, spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Wir spielen Der Lack ist ab, Episodenführer. Ihr habt die Wahl. Staffel 1, 2, 3 oder 4. Welche wählt ihr? Sag du. Ja, dann nehmen wir doch die aktuellste. Die vierte. Dann wird es jetzt ganz einfach.
Bitte die Folgen 1 bis 6 mit Titel aufzählen. Oh Gott, schlechte Laune, unsichtbare Frau. Du hast die festgelegt. Nee, ich habe die nicht festgelegt. Unsichtbare Frau. Warte mal, die. Folge 3. 4 ist. 4 oder 5 ist jedenfalls. 5 ist das, kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warte mal, 1, 2, 3. Ah, ist das Demenz nicht die dritte? Nee, Quatsch, die kommt hinten. Das ist die 7. Leute, was macht ihr denn hier? Also Folge 1 und 2 war richtig. Folge 3 heißt geplanter Sex. Ah, geplanter Sex. Oh Gott, das kommt so wenig vor. Das fällt uns nie ein, der Titel. Folge 4 spielt hauptsächlich an der Spree. Ah, das ist Gender-Debatte. Richtig. Folge 5, das kann nicht sein. Nein. Nein, hä? Dann ist es 6. Das kann ich, das lass uns doch bei der 5 bleiben. Doch. Ja. Die 5 ist vergesslich. Ach so. Folge 6. Das kann nicht sein. Nein. Warte mal, was ist denn noch übrig? Ist es Christmas, ist hinten. Das kann nicht sein, ist es auch nicht. Dann haben, ach so, Quatsch. Nee. Richtig. Ah, ich dachte, jetzt kommt die, nee, okay, die nervige Freundin. Hey, aber ihr habt euch in der vierten Staffel gut geschlagen. Ich dachte, es wird schwerer. Echt? Du hast kaum was gewusst. Wir haben es völlig gelost. Bist du heute Nachmittag da? Hm? Bist du da? Warte. Ich hab nicht verstanden, was du ihm gesagt hast. Ob du da bist? Da, ja, wo? Ja, hier. Warum hast denn du schon wieder so schlecht gewohnt? Der Staffelstart geht ja damit los, dass ihr aneinander vorbeiredet auf Toilette. Das ist übrigens eine großartige Szene, weil ich auch gedacht habe, oh Gott, es tut mir leid, Bettina, ich bin natürlich auf keiner Seite, weil als Mann denkt man so, ja, was hat die denn? Die Frau hätte ich auch rausgeschmissen. Die klare Zielgruppe ist ungefähr euer Alter plus minus 10 Jahre. Warum habt ihr euch dann für 10 Minuten entschieden, anstatt für 20 bis 30 pro Folge? Entstanden ist es aus einer Vorgabe zu Anfang, als wir bei MyVideo angefangen haben, dass es genau 10 Minuten sein müssen. Das war deren Idee, deren Slot für dieses Ding. Okay. Ich fand das eine super Zeit, die für das Format prinzipiell passte. Wir haben dann aber gemerkt, es ist sehr sinnvoll, mit manchen Folgen vielleicht 8 Minuten zu machen, mit anderen 12. Seitdem wir jetzt bei Amazon sind, war ganz klar der Wunsch, wir wollen länger werden. Wir sind jetzt ja auch im Schnitt eher bei 11 bis 14 Minuten. Und man muss sagen, zur Zielgruppe ist erfreulicher und äußerst erstaunlicherweise ist es eben nicht so, dass sich nur die Leute angesprochen fühlen, die über 40 oder über 35 sind, sondern wir kriegen also so großartige Post von Menschen, was ich in 30 Jahren vor der Kamera sonst noch nicht in dieser Form bekommen habe. Und auch von viel Jüngeren, die wahnsinnigen Spaß daran haben. Vielleicht erkennen sie ihre Eltern wieder oder ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist erstaunlich, wie sehr junge Leute das mögen. Können in eine Welt blicken, die sie nicht kennen. Genau, man kann schon mal gucken, oh Gott, was kommt auf mich zu? Ich finde das ganz beruhigend. Und man hat ein Sicherheitsnetz. Ja, man sieht erstmal, okay, wie gehen diese beiden Figuren damit um? Und man denkt dann so, ah, okay, dann mache ich das auch mal mit Tom. Mal gucken, ob die Frau dann auch so reagiert. Dann haben wir auch eine sehr tolerante Frau. Es ging los auf MyVideo, dann seid ihr zu Sat.1. Wie kam es denn jetzt zu dem Amazon-Deal? Durch einen Anruf. Die haben angerufen. Nein, wir haben uns getroffen Oder getroffen. Und aber meist telefoniert man ja vorm Treffen. Nein, wir haben uns zufällig getroffen. Der Anruf kam dann später. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und es hat sich so ergeben. Dann haben wir telefoniert. Da kam dann der Anruf, wo wir gesagt haben, wollen wir das nicht zusammen machen. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Freude und Ehre gewesen, muss ich sagen. Für uns alle möchten mit ihren Formaten irgendwie zu Amazon und international gesehen werden. Und dass wir jetzt ausgewählt wurden, dass die Sendung ausgewählt wurde, dieses Format, macht uns schon sehr, sehr glücklich. Aber Leute, ihr werdet synchronisiert und es geht in 200 Länder. Das ist Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin gespannt, wie die anderen Länder reagieren werden. Was glaubt ihr denn? Wird es Anklang finden oder eher so? Oh. Also wir haben schon Resonanz aus England, von der Crew dort, sage ich mal. Und die sind alle begeistert, weil wir da natürlich auch einen englischen Humor mittreffen. Und wir sind sehr gespannt natürlich. Also 200 Länder, das kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich gibt es viele Länder, die ähnlich jetzt so leben. Aber es gibt ja auch andere Länder, da ist das nochmal ganz anders. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Reaktion. Dark hat ja erstmal mit Netflix schon mal deutsche Produktion gut international repräsentiert. Ja. Jetzt kommt ihr. Und bevor wir gleich über die Zukunft von der Lackes abreden, spielen wir jetzt noch ein Spiel. Oder sowas Ähnliches. So Ähnliches. Wir spielen Ich wollte dich niemals verlieren. Es ist so eine Art Schauspielkurs. Das heißt, ihr als ausgebildete Schauspieler und zwei der Besten eurer Zunft in diesem Lande zeigt mir, jemand, der das nicht kann, ganz kurz, wie man das in Wut und in Trauer darstellt. Den Satz, ich wollte dich niemals verlieren. Dafür trete ich dann vor und präsentiere das, nachdem ich das bei euch gesehen habe. Kai, möchtest du bei diesem Spiel anwesend bleiben oder möchtest du unauffällig gehen?
Da würde ich gern gehen. Aber das ist ja ein furchtbares Spiel. Absolut. Aber das Gute ist, aber nur, ich kann, kann ja jetzt ganz schnell, was, wenn ich das da rein jetzt machen kann, dann kann ich, gehe ich hier hin und sage in die Kamera, es kommt ja darauf an, was will man nie verlieren? Dich. Ja, dich. Und ich könnte jetzt zum Beispiel an meinen Bleistift denken. Ja, also ich sage in die Kamera zu dem Bleistift, ich denke an diesen Bleistift, den ich wollte ich niemals verlieren. Und das ist furchtbar. Also Schauspielerei ist ja was ganz, da kann man stundenlang drüber nachdenken und stundenlang drüber reden. Ich weiß. Es geht darum, dass beim Zuschauer ein Gefühl ausgelöst wird. Jetzt stehe ich in dieser scheiß Position. Ja, du hast es vorgetreten. Ganz schrecklich, solche Spiele. Du kannst jetzt vortreten und schreiend sagen, ich will dich nicht verlieren. Ja, aber da würdest du beim Zuschauer nichts auslösen. Das ist schrecklich. In dem Moment. Und wie schaffe ich das, was auszulösen? Indem du indem du was aufbaust in dir drin, ja. Ja, und vor allem, indem du was denkst. Ja. Man muss präsent in dem Augenblick sein. Wenn du, das ist zum Beispiel bei der Lack ist ab, ist es bei uns auch, ganz viele Kollegen kommen ja zu uns und sagen, oh Gott, wir machen das jetzt in eins durch und diese 15 Seiten Text, die ja wirklich dauerhaft, es wird ja immer gesprochen, es sind ja reine Dialogszenen und die haben da größtenteils auch eine gewisse Angst vor denen und da sagen wir auch, nein, hör einfach deinem Gegenüber zu. Und dann kommt das ganz automatisch. Und wenn du zuhörst, dann passiert bei dem, der zuhört ja was im Gesicht. Und okay, dann, also und es gibt spielen noch schwieriger. Ja, nicht unbedingt. Es das ist kommt besser, drauf mit an. Einem Stativ zu spielen, als mit einem schlechten Schauspieler. Ja, das stimmt. Das weil stimmt du aber wirklich. Alles in deinem Kopf. Du kannst es halt alles. Es geht ja wirklich nur um Wahrhaftigkeit, in einem Augenblick dem Zuschauer ein Gefühl zu vermitteln. Nicht, es geht nicht darum, was du wenn fühlst. Wenn du einen Schauspieler vor dir hast, der immer nur auf sein Stichwort hört, irgendwie, dann passiert ja bei dem nichts. Dann denkt er nur, ah, ja, da war es ja, ach, jetzt kann ich so. Obwohl wir das Spiel jetzt nicht gespielt haben, habe ich trotzdem was gelernt. Natürlich, und ich hoffe, du hast viel auch. Mehr gelernt, ja. Als wenn wir das Spiel gespielt hätten. Wunderbar. Sag mal, was machst denn du, um Männer kennenzulernen? Ich lächle. Es ist doch klar, dass sich Franz irgendwann für interessantere Frauen interessiert. Eine Freundin von mir, ja, genau. Die hat auf Tinder ihre große Liebe kennengelernt. Es gibt auch Männer, die stehen auf richtige Omas. Ach, und wenn er mich nur ficken will, dann ist doch auch egal. Wie krass. Was ist krass? Na, ich wusste nicht, dass man das in dem Alter noch macht. Was macht die da? Sie wäscht. Feucht. Ich gehe jetzt los, ja? Nein! Ich habe nichts mehr anzuziehen. Seit der Schwangerschaft fast nichts mehr. Ich habe aufgehört, mich zu wundern. Das ist doch aber nicht normal. Ja, kann man so sagen. Hoffentlich werde ich nie so wie Mama. Ich finde Papa viel schlimmer. Meine Heizung hier, die funktioniert wieder. Bettina, wir haben nicht mehr so viel Strom. Also ich verstehe es auch gar nicht. Weißt du, die Heizung hast du ständig auf dem Schoß, aber das eiskalte Wasser hast du noch gar nicht. Ja, das ist irgendwie, noch klebt meine Zunge. Darf man denn auf eine 5. Staffel der Lack ist ab hoffen? Ja, hoffen in jedem Fall. Also es, wir ich sehe, ihr dürft noch nicht so offen sprechen. Nein, wir können natürlich da jetzt noch nicht so drüber reden, aber es würde uns nicht überraschen, wenn es sich so entwickeln würde. Ich brauche, glaube ich, nicht fragen, ob ihr noch Ideen habt. Ich glaube, mittlerweile kommen die Leute auch zu euch und sagen, oh, wie ist das und das passiert? Ja, ja. Das ist in der Tat. Über eine Folge möchte ich noch reden, und zwar die mit den Zukunftsperspektiven. Ihr geht mit euren Kids durch Berlin und der Sohn, der sieht, oh, ein Auto springt rüber, die Schwester flippt aus, du hinterher, du flippst aus. Herrlicher Einstieg. Aber die Grundbotschaft ist ja großartig, ja? Wie geht man an das? Wie erreicht man Ziele? Wenn man die Jugend sich gerade anguckt, es wird denen so suggeriert, so mach ein paar Videos, mach ein bisschen hier was, ein bisschen da was und ach, da muss gar nicht groß Inhalt drin sein, zieh was Nettes an oder so und dann kriegst was du Schwarzes. Und dann kriegst du deine Klicks und es wird so auch durch viele Castingshows, es wird der Jugend einfach suggeriert, so hey, du musst gar nicht viel machen und wenn du nichts kannst, dann gehst du dahin und dann stellst du dich einfach dumm. Der Junge sagt dann, ja, ich werde Profifußballer. Ja. Und du? Oh, du gehst einmal die Woche vielleicht zum Sport. Yeah. Und mit 16 wird man nicht Profifußballer. Ich weiß nicht, ob das nur, weil man selber älter wird, man das so erlebt, dass so Wertvorstellungen auch in Können, in handwerkliches Können, in Bildung so verloren oder gehen oder missachtet werden, dass man einfach sagt, es wird schon irgendwie irgendjemand mich gut finden für irgendwas. Wo du sagst, das ist, es wird einem im Fernsehen vorgegaukelt. Als ich 14 war, wusste ich, ich werde Schauspieler. Vorher wusste ich jahrelang, ich werde Heinz Sielmann, Tierforscher oder Fotograf. Aber ich hatte immer ganz klar, das will ich machen und dann habe ich die ganze Zeit etwas dafür getan. Ich will denen das nicht absprechen, dass es ihr gutes Recht ist, mit 16, 17 viel zu schlafen. Aber dass man einfach so ein Ziel hat, was einem Spaß macht, dass man, das tut mir so leid für viele, ja, oder dass die man da Dinge ausprobiert. Haben. Also es gibt natürlich viele, nicht jeder weiß mit 16, was er werden möchte oder was er machen möchte. Das kann ich total nachvollziehen. Aber
eben zu denken, oh ja, oh Gott, da mache ich hier mal so ein bisschen was mit diesen ganzen Social Media Accounts oder was auch immer. Das ist halt, finde ich, ein bisschen schwierig, dass sie, das sieht man ja schon bei kleinen Kindern, die wissen teilweise gar nicht, wie sich ein Baum anfühlt, können aber wunderbar mit YouTube und dem iPad und sonst was umgehen. Also, es war nicht früher alles besser, aber nein, wir wollten eine Folge machen, die sich mit diesem pädagogisch. Thema, was wirklich alle Eltern so betrifft, ja, was jeder kennt, einfach mal auseinandersetzen. Aber unsere Eltern hatten es ja auch zu unserer Zeit. Ich könnte mich noch Stunden mit euch unterhalten. Ich freue mich sehr darauf, dass jetzt 200 Länder der Lack ist absehen können. Ich werde sicherheitshalber auch nochmal die Staffeln gucken, alle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn es eine nächste Staffel gibt, wieder vorbeischaut bei mir. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich danke vielmals für den Besuch. Danke, dass wir da sein durften. Ja, danke. Das war sie, die Web-Talkshow mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Und ihr habt ihr jetzt so noch eine Möglichkeit. Die ist nicht neu, die gibt es schon ab und zu, aber ihr dürft es auch hier machen. Ihr dürft in diese Kamera sagen, was ihr noch nie in eine Kamera gesagt habt. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Man will gar nicht. Wir wollen gar nichts sagen. Ist ja auch mal schön, wenn man nichts sagen. Wir reden ja sonst immer so viel. Grammatikalisch totaler Schrott. Aber ist ja auch mal schön, wenn wir auch mal nichts sagen. Ich habe was anderes verstanden. Amazon Prime, der Lack ist ab, läuft jederzeit mit dem Fire Stick ganz simpel zu installieren. Ich glaube, das habe ich so noch nie in die Kamera gesagt. Und das fände ich sehr wichtig, wenn ich mich... Das war auch Quatsch.